Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir sind wieder auf einen extrem vollen Server. Leider nicht der, wo wir uns letzte Mal ausgelockt haben. Der wurde gewiped, da muss ich mir einen neuen Charakter erstellen. Hab jetzt aber einen anderen ausgewählt mit einem, ich glaube, besseren Ping. Und will hier nochmal eine Runde versuchen, einfach zu survivalen und ja, mal schauen. Es ist halt ein voller PvP-Server und wir müssen überleben. Ja, ich bin hier direkt bei C1, da oben ist ein Airdrop, wir haben mehrere Airdrops, wir kommen am laufenden Band Airdrops, also der wird wahrscheinlich auch am laufenden Band abstürzen, Server. Ich hoffe mal nicht, deswegen habe ich jetzt auch mal einen anderen genommen und lauf gerade Richtung Fabrik, dann vielleicht zum Airfield, aber nicht drauf, weil da gibt es eine Schießerei bestimmt und versuch mein Glück. So, mein eigener Server, den werde ich natürlich jetzt auch bald wieder bespielen, also drauf sein und aufnehmen. Ich hoffe, da kommt auch bald ein Patch, dass wir da mal wieder ein bisschen Spaß haben können. Momentan ist da halt tote Hose. Es sind immer welche drauf, 10, 15, manchmal 20, 30 Spieler sogar. Aber wie gesagt, ich will ja meine eigene Community nicht abknallen, deswegen will ich das auf einen fremden Server machen. So, die Kommentare, es gibt auch wieder einen Top-Kommentar des Tages und das ist heute tatsächlich, zack, der Dennis Korb mit, und Top-Kommentare gibt es auch nicht mehr. Einmal habe ich es nicht gemacht. Einmal habe ich es nicht gemacht und schon wird geschimpft. Gut, ja, nein, das ist auf jeden Fall das Top-Kommentar. Es gibt auf jeden Fall immer noch Top-Kommentare des Tages. Ich muss da halt immer noch raussuchen und lesen. Und ja, auch die anderen. Ganz interessant. Der Nitram Erklüt, ein Arbeitskollege von mir, der auch bei mir in der Wache arbeitet, der hat geschrieben, ich glaube, dass die Variante mit kein PvP die falsche Entscheidung war. Dann hast du was falsch verstanden. Nitram. Dann hast du etwas falsch verstanden, denn der Server von uns hat komplett PvP auf der ganzen Map, genauso wie hier. Nur wir haben entschlossen, dass die Safe Zones safe sind. Das war unser Grundgedanke dabei, der auch gut funktioniert hat am Anfang. Aber jetzt ist da so viel Rumgeheule und Gemecker wieder, dass das schon wieder ein bisschen nervt mit der Community, muss ich sagen. Also, und ich habe in den Kommentaren Beleidigungen gelesen. Ich habe auch wirklich lang zuschauende Zuschauer jetzt aus den Kommentaren blockiert, weil da wirklich krasseste Beleidigungen gegeneinander kamen. Und Leute, vergesst nicht, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Wenn ich hier voll am Rad drehe, weil mich ein Mech tötet, dann ist das auch völlig übertrieben, weil es nur ein Spiel ist. Aber sich gegenseitig aufs Tiefste zu beleidigen, akzeptiere ich null. Und die werden auch eiskalt aus den Kommentaren von YouTube verbannt. Also ich kann YouTube nicht kicken, dass du die Videos nicht gucken kannst. Aber ich kann halt bannen, ne? Das ist, dass du Kommentare nicht beschreiben kannst. Und das habe ich dann jetzt auch getan. Auch wenn er schon ein jahrelanger Zuschauer war, fand ich das unter aller Kajüte. Nicht nur einer, es waren zwei, ne? Okay, diese ganze Beleidigerei da auf den Server und Discord und Heulerei geht mir auch ganz schön auf den Keks, muss ich sagen, ne? Ich versuche mich hier gerade in dem ich auf andere Server bin, da so ein bisschen abzuhärten, was passiert, wenn man gekillt wird und wenn mich mal wieder Mech sieht und mich abknallt und ein bisschen zu üben, dass ich vielleicht auch im PvP ein bisschen besser bin, dass ich nicht gleich von jedem geschossen werde, selbst wenn eine Schweinepistole hat, das bringt mich ja sofort um. Das versuche ich gerade. Vielleicht solltet ihr euch auch mal abhärten und versuchen ein bisschen zu kämpfen, denn der Server von uns ist 100% PvP, nur die Safe Zones, die wirklich im Spiel 100% auch mal safe werden, sind bei uns safe und das klappt ja nicht, weil das ja nicht in der Einstellung einzustellen ist. Also wir können nur hoffen. Oh, guck mal hier direkt. Dickste Klamotten. Da ist aber schon kein Bambi mehr, ne? Nein. Also wir laufen auf jeden Fall dahin. Gut, wie gesagt, das mit den ganzen Streitereien und Meckereien hat auch viele Leute vergräuelt. Und da muss ich doch einfach mal mich jetzt an den Leuten wenden, die wirklich immer nur am Jammern und am Meckern sind. Leute, denkt doch mal an die anderen Leute, ne? Wir dürfen uns das ja nicht versauen. Ne? Einfach ein bisschen akzeptieren, ein bisschen erwachsener denken, ne? Gekillt werden ist scheiße, Leuten was kaputt machen ist scheiße, aber wenn, es ist ein Spiel, ich fange auch jetzt gerade wieder ganz frisch neu an, selbst die Vitalwerte hier sind alle im Arsch und freue mich trotzdem jetzt auf diese Runde, wie ein Schneekönig, weil es einfach gute Laune macht und ich hoffe, dass es wird erfolgreich sein, ne? Wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Ich höre die ganze Zeit komische Geräusche. Achso, das sind meine Nachbarn, machen wir da irgendwas Seltsames. Ne? Also ich will kein persönlich anscheißen oder sowas, aber denkt dran, es ist ein Spiel. Wir haben einen geilen Server mit 55 Slots mittlerweile und wenn hier mehr Inhalt kommt und wir da zusammen richtig geile Sachen machen können, wenn zum Beispiel endlich diese Safe Zones safe sind oder wir eigene Häuser safen können, da können wir zusammen eine ganze Stadt aufbauen. Das überlegt euch mal, das wird richtig geil. Aber wenn ihr euch da gegenseitig so an eine Karre pisst, dann ist es scheiße. Auch wenn
die Spieler teilweise Mist gebaut haben. Ne? Zum Beispiel im Event hat einfach einer geschossen, hatte einen tot geschossen. Warum? Warum überlegt man nicht in einer Sekunde? Und man weiß doch, was passiert. Gut, ja, aber schimpfen will ich trotzdem nicht. Es ist ein PvP-Titel und ich habe auch damit gerechnet, dass die Leute ein bisschen am Rad drehen. Denn es wird, egal was du machst, immer einer dabei sein, der dagegen ist. Ja, es fängt ja schon mal super an. Connection lost. Das fängt ja schon mal super an heute. Naja, wenn du einen Server hast, wo 94 Loot-Drops, Airdrops da gleich kommen. Was, hier sind wir jetzt wieder. Ist es natürlich ein bisschen tricky, ne? Aber blitzschnell wieder verbunden, ne? Wir haben nicht mal den Hut, das geht doch gar nicht. Wir haben nicht mal den Loot auf. Wir haben ihn doch aufgesetzt. Musst du doch dann da gewesen sein. Yeah. Dummes das Eagle-Magazin. Gut, dann hoffen wir, dass die Verbindung jetzt ein bisschen länger hält. Also da sehe ich mal unseren Server, wie traumhaft der dagegen läuft. Der macht auch mal seine Mucken, aber... Aber das ist ja grausam, wenn der alle 5 Minuten herunterfährt, ne? Ja. Wie gesagt, dann werde ich das vielleicht dann in Zukunft... Ja, ich mag diese PvP-Folgen, aber dass ich mal wirklich am Rad drehe und auch mal Spaß haben kann, ne? Ist halt super gefährlich, wenn du beim Mechs stehst und dann ausgelockt bist. Und lockst dich ein und wirst erschossen wahrscheinlich. So, wir flitzen mal. Windeseile. Mit unseren zarten 20 Jahren. Da kommen die nächsten Drops. Das ist ja nur einer. Er sollte nur. Also, das sollte man. Selbst wenn man einen super PvP-Server macht mit 100 Slots, man sollte das nicht übertreiben. Das ist ja jedem bekannt, dass das in eine Performance geht ohne Ende. Wenn ich da 3000 Airdrops in eine Sekunde kommen lasse. Oh, guck mal, da ein Kumpel. Da pumpt die Pumpe. Versuchen wir mal Mais zu essen. Das gibt ja auch gute Vitamine erstmal. Weil ihnen geht es jetzt in dem Sinne halt scheiße. Was ist looten? So funktioniert von der Verbindung her ganz gut. Also der Ping wird nicht allzu hoch sein. Wie gesagt, nur der Server wird in meine Knie gehen, weil da am laufenden Band ein Airdrop kommt. Der auch nicht so hilfreich ist, ne? Ja, toll, da haben wir schon Gegner rumrennen. Das wird also eine kurze Lebenserfahrung. Ja, endlich mal Mais. Eat. Kann ja mit einem Mais bewerfen, ob das tödlich wird. Gut, wir gehen ja jetzt dennoch hin. Also ich habe nichts zu verlieren. Und wir sehen, was für ein netter Mensch das sein wird. Wird er nett sein? Werde ich eine Waffe vorher finden und dann drauf scheißen können, ob er nett ist oder nicht. Er lenkt auf jeden Fall für mich die Mechs ab. Das ist schon mal gut. Schön nah an der Wand. Da sieht er dich ja auch. Aber wo ist er bloß hin? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der hin ist. Aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall Mais gegessen, darum ging's, ne? Hier, Stoffwechsel top, wow, supi. Scheiße. Was? Ich höre ein Zomberinchen. Das heißt wieder höchste Konzentration angesagt. Boah, meine 1000 Schritte. Ich muss da rein. Ich das jetzt? Nein, der kann mich doch nicht. Der war doch nirgendwo. Zu, das Scheißding. Oh, wir haben vielleicht erstmal Loot. Ein klitzeklein bisschen. Ein Helm, wow. Physikalisch korrekt hingestellt, die Schuhe. Wäre bestimmt besser, der gelbe Helm, aber sehr auffällig, ne? So. Ein bisschen aufgeregt bin ich, ja. Weil man gewöhnt sich so mit der Zeit so an den PvP und weiß, dass du gleich abgeknallt werden kannst. Und dann bist du auch nicht mehr so geladen, ne? Also das kann halt passieren. Auf so einem Server würde ich aber auf jeden Fall niemals mir eine Basis errichten oder irgendwas, ne? Also so, dass ich jetzt glauben würde, dass ich hier zu Hause bin und das raubt mir keiner aus, ne? Da kannst du hier lange drauf warten. Warte mal. Besser als gar nichts erstmal, ne? Auch wenn es nur ein kleines Schüppchen ist. Und dann wird es Rohr. Das sieht stärker aus. So, Müll. So, looten geht noch, dann ist schon mal alles gut.
ist das? Da ist das Haupthaus. Da ist auch der andere Spieler mit Sicherheit. Der läuft hinter mir, ne? Wo ist er denn? Der Zombie, hau ab. Da läuft er. Bin mal so mutig. Es gibt noch nicht viel zu verlieren, aber ein Mechkel wäre jetzt blöd. Da läuft eine Waffe. Da läuft voll den Schießprügel. Aber da war kein Typ bei. Nur eine Waffe. Was ist das denn für ein Silo hier? Bin ich hier reingegangen? Da. Ach. Sehe ich schon. Server wieder dauern. Das ist ja ein Scheiße. Können wir den Server auch verlassen? Lustig aus. Oder er ist offline. Das kann auch passiert sein, aber unwahrscheinlich. Ich glaube, er das liegt an den Zombie. Schon eine gute Ausrüstung. Diagnose failed. Kann ich Sachen weglegen? Ja, das ist ja mal. Also er fällt ja alle 2 Minuten runter. Das ist ja dann Mumpitz. Da fehlt ja komplett der Anreiz zu zocken. Kann ich keine Türen aufmachen? Wie bescheuert. Ah, ich gebe dir nur eine Chance, da fährt er gleich nochmal runter, mache ich eine neue Runde. Dann ist der total überfüllt mit Menschen oder mit allen. Aber ist ja kein Wunder, dass er so stockt, ne? Ob er das Geräusch machen würde. So, Warning. Gut, Connection Loss. Na, wir entwickeln uns immer weiter. Interessant. Kannst ja gar nicht drauf spielen, so. Das muss doch der Besitzer des Servers merken, dass der Server ständig hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter fährt. Ach du Kacke. Das ist noch derselbe Ludia da drin, ja. Das ist natürlich interessant, ne? Kannst du dann hier auf den Server erstmal 20 Jahre verweilen? Muss die Sachen nur eigentlich mal rausmachen? Ist nicht denn MAE, um was zu trinken? Und ich weiß, dass er ein Spieler ist. Das ist ja schon irgendwie komisch. Deswegen hat der Mech auch gar nicht erschossen. So, achten wir ein bisschen auf unsere Werte hier. Da wird ja schon was werden. So, Rohr habe ich aber alles. Okay. Hier schon reingeguckt. Das ist ja komisch, weil dann kriegst du nägelnagelneuen Loot. Der geht gerade vorbei. Der andere Spieler war da oben. Ich dachte, der geht weiter in die Richtung. Ich werde so mutig sein und da wieder hingehen. Mit ihm da hinten? Der sieht mich nicht, oder? Dass wir schon jetzt wieder offline sind, ne? Das ist kein gutes Gefühl. Das ist ein Kackgefühl. Was liegt denn da? Schicke Hose. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Der sieht mich nicht. Oh, der ist perfekt gerade am Weggehen. Wie gesagt, hier läuft ja noch ein anderer Spieler rum, aber der war außerhalb. Ich höre ihn. Das denn schon wieder, ey? Oh, das kannst du überhaupt nicht spielen, so. Hoffentlich ist er gestorben durch den Schuss. Hoffentlich. Aber ich hätte ihn jetzt auch versucht zu erschlagen. War ja nicht so, ne? Gut, ja, wie gesagt, ich gebe dem Server noch eine Chance. Das war jetzt ja zum Tode verurteilt sowieso. Gleich an so einen Spot looten zu gehen, ist natürlich mutig, ne? Ohne überhaupt irgendwas. Aber der war gut equipped, ey. Verdammt. Was ist das für ein Geräusch? Ach, da läuft er. Weil wir die lecken, ne? Die Viecher. So. Da sollte man nicht ganz so volle Server nehmen, ne? Das ist vielleicht. Aber dann, wenn du das lernen hast, habe ich auch keine Action, ne? Da sehe ich keine Spieler. Ist das eine Ortschaft oder ist das ein Bunkerli? Boah, ne, es wird eine Ortschaft sein, weil das ja auch direkt auf der Straße ist.
drücken die Eiskalt ab. Hackert Airfield, oh mein. Was? Ja, lauf, bis du tot umfällst. Okay, da unten haben wir den Hafen. Der Hafen ist immer eine geile Ecke. Ich laufe einfach weiter. Dann los. Gucken, ob wir bewusst werden. Na, er holt sich gar nicht mit Brennen. Das Server ist shit und restarts. Ja, am laufenden Band kannst du ja gar nicht spielen. Das stimmt, das ist... Boah. Ich zieh durch. Ich will an diesen Loot in den Ortschäftchen. Ja, 2 Ruhmpunkte bekommen, warum auch immer. Aber jetzt gerade läuft es aber ja. Oder ich bin ja schon wieder längst halt offline, aber das glaube ich nicht, weil. Dann hätte der eine nicht chatten können. Boah, ist Pause. Hallo? Boah, das ist eklig mit dem Herzklopfen, ne? Ich denke, wir hatten nur einen scheiß Start. Wenn man sie aber. Ey, findest du die Wumme nicht, ja? Die Frage ist, wo wählen wir danach hin? Das ist das Spiel, nicht der Server. Nee, das ist der Server. Das Spiel selber, was hätte er davon, wenn er neu startet? Sogar die Community ist scheiße, die hasst es rum. Das ist Öl, das will ich nicht trinken. Das würde zur Diarrhoe führen. Das kann ich essen, Sonnenblumenkerne. Ah, ruckzuck hast du die Werte hoch. Geht schnell. Und das ist ja nach dem Tod dann auch noch der Fall. Ist ja egal. Da war was drin. Oh, komm, ernsthaft. Wanderstiefel. Yeah. Ein Auto. Ich habe ein Auto gefunden. Ja gut, da werde ich viel von haben wahrscheinlich. Haben wir einen Airdrop in der Nähe? Da wollen wir gar nicht lange schnacken, ne? Dann schnappen wir uns doch den Karren. So, erstmal dick hupen. Wo könnten wir schnell hinfahren? Wenn wir es schaffen, also wegen Neustart des Servers, dann ist natürlich Feierabend. Ziege! Alter, Ziegen sind einfach die Hammertiere, oder? Ich hab da so einen little kleinen Plan. Meinen ersten Kill so hinzubekommen. Aber ich hab Bammel wegen den Server-Neustarts, dann stehe ich da und mach gar nichts. Polizei ist da. Gilt das als Kill wohl, wenn ich das Spiel überfahre? Ich durch Ortschaften fahren. Ich hoffe einfach mal, dass der Server jetzt stabil läuft. C4. Weil der wird eh nur ein Auto anruckeln, fahren, kommen sehen und das ist bestimmt einfach auszuweichen. Boah, die Ortschaft lädt. Schon auf offener Straße erwischen. Das ist natürlich eher schwierig. Im Wald oder so geht schon, aber wo fahren wir jetzt hin? Ich kann ihn in den Airdrop besuchen. So, mal gucken. Wir haben einen gehabt gerade, ne? Aber der war weit weg. Wir könnten noch mal zum Airfield und da kannst du ja rauf heizen. Komm, wir fahren zum Airfield, wir heizen da mal rum. In der Hoffnung, dass ich da überhaupt hinkomme von der Serververbindung her, weil wenn, sobald du dich ausloggst, bist dein Auto weg. Ne? Das ist total dumm. Wir müssen herausfinden, ob ein zu überfahren ein Kill ist.
114 km/h. Sieht gar nicht so aus, ne? Gut. Es scheint zu laufen, hoffentlich. Darf ich nichts sagen eigentlich? Uah. Auto schwimmt wieder ein bisschen rum. Ui, querfällt ein. Kürzeste Route. Hat echt mal Lack, ey, ein Auto gefunden. Das ist ein Ding. Erledigen, was? Was ist denn hier in der Nähe? Der Steinbruch. Der interessiert ja keinen Spieler, da ist ja nichts. Ne? Haben wir mal ein Event gemacht letztens am Sonntag? Das war schon geil. Aber was sollst du sonst sagen? Das ist ja ein Haufen nichts. Wie ist es? Steinbrüchchen. Viele Abenteuer erlebt haben wir da. Ich fahre jetzt in welcher Richtung? Oh, ich fahre voll das Auto. In der falschen Richtung. Komm, halt aus, Server, halt aus. Hat Schaden verursacht. Oh ja, ein Spieler, der jetzt schreit. Müssen wir überfahren. Boah. B2. Da fahren wir direkt. Oh, perfekt. Fahren wir direkt drauf zu. Oh, ich kann mir keine Autos spawnen. Safe Zone, aber die zählt hier nicht. Null. Boah, das ist jetzt so dichter Wald, ey. Komm ich doch nie durch. Ja, ich muss ein bisschen blöd fahren hier. Mein Gott, ist das eine Steuerung. Aber besser als bei manchen anderen Titeln. Komm immerhin da durch den Wald. So. Gut. Marsch, marsch Richtung Airdrop. Looten. Airfield über Fire-Action machen. Das ist herrlich mit dem Auto, ne? Ist das nicht herrlich? Was, wie lange ich da jetzt hinlaufen würde? Hui. Ach man, du wolltest jetzt durchfahren durch den Baum. Das geht doch nicht. Wie hält der das aus? Ey? Da kommt so ein 1,8 Tonnen schweres Auto, schätze ich mal. Und der Baum, der überlebt. So. Hoffe nur, dass wir online sind gerade. Nicht da in den Karpaten für nichts rumfahren. Und dann uns einloggen und das Auto ist weg. Dann mache ich die Aufnahme auch aus und dann mache ich eine neue. Weil das wäre mir dann doch zu heftig heute. Ach, das ist doch so krank, die Steuerung. Vollgas! So. The Blue Button. Einfach Fragezeichen. Ich wollte wissen, was das bedeutet. Aber wahrscheinlich hat wieder irgendeiner irgendwo einen gekillt. Einen Stein. Gib alles Karren. Boost. Jetzt haben wir wieder freie Bahn hier. B2, war das nicht gerade schon? Noch einer bei B2. Was ist das denn für ein alberner Mist? Du brauchst dich doch nicht wundern, der Entwickler, der Hersteller von dem Server hier, der Hersteller, der Besitzer, dass das absolut nur läuft. Wie? Warte darauf, dass sie heilt. Sie heilt von alleine. Oh, jetzt bin ich ja schon in der Nähe von den einen, oder? Ja, fahren direkt drauf zu. Natürlich sehr praktisch, wenn ich jetzt gekillt werde, hat einer ein Auto. Was ist das denn, ein gelbes? Aber auch kaputt, das Auto. Ha! Kleine Mini-Birken, ne? Sind immer fies. Ja, wo sind das Ding gelandet?
Stein. Spät gesehen. Ich bin mittendrin. Das ist ja fehlerhaft hier. Also wenn da noch ein bisschen rechts, aber hier ist keiner. Ich sehe auch den grünen Rauch nicht. Vielleicht hält er nur ganz kurz. Deswegen so viele. Ja, in Verlängerung haben wir ja nochmal einen. Oder ich habe ihn einfach komplett übersehen. Also, ich sehe nichts Grünes. Hätte er doch nur ganz kurz. Deswegen so viele. Leute, man kann so, das fällt nie um. Steh auf, Männchen, Autos. Ich finde, die sollten weiter chatten, die Leute, damit man mal weiß, dass man auch noch, dass alles noch funktioniert. Das ist ja doch nicht gut hier, ey. Tim, wo fährst du lang? Ich will doch noch einen Kill machen damit. Okay, man freut sich auf Airdrops, ist gar nicht da. Auch nochmal enttäuschend. Weil der war ja noch relativ frisch. In der Region. Vielleicht kann man den Rauch ja auch deaktivieren, aber ich glaube nicht. Die Schießbahn hier, ne? Auch Event gemacht. Mann, wir machen überall Events. Also ich bin schon vorbei am Airdrop, also man sieht die nicht. Die sind nicht da. Wir gucken gerade drauf. Ist da noch eine Luft oder was? Hat der Baum, einmal rammen. Also er müsste rein logisch hier stehen. Jetzt genau vor mir. Es gibt gar keinen. Der ist auch nicht noch in der Luft oder so. Auch das ist hier scheinbar sehr fehlerhaft. Oder ich bin wieder offline, aber da hat gerade einer geschrieben. So, geht's aber auf dem Airfield. Den Spaß, den gönnen wir uns so einmal. Wenn wir mal an der Schießbahn vorbeikommen, ey. Ist ja ziemlich weit. Nein! Baum. Irgendwo eine Lücke im Zaun, wo wir durchfahren können, ist so einfacher. Das ist aber genau nicht das Auto durch, ne? Doch. Okay, komm, mutig, mutig. Oh, was ist denn? So eine Lücke, tatsächlich. Da sparen wir uns ein paar Meter, ne? Okay, oh, jetzt wird's spannend. Bei den Mechs wissen wir, was sie machen, wie die reagieren. Ballern, ne? Boah, dumm. Boah. Oh! Nein! Ich will doch nur looten gehen. Die armen Mechs! Da wird ja fett geballert da hinten, ne? Lieblingshütten. Übrigens ein Schießprügel. Für den Fall der Fälle. Ey, ich wollte doch aussteigen. Schießprügel, Schießprügel. Eine Weste. Ungewohnt und schnell. Nicht nur einfach nur ein Schießprügel, bringt nichts, ne? Sniper. Was war ich denn im 16? Hab
Ich nicht aufgepasst. Ne, sie sind mehr glänzend. Schickerte. Ja, Tasche voll, scheiße. Ach, der muss jetzt genau da lang laufen, ist so klar. Gib mir Munition. Perfekt, aber leider leer. Ist immer leer, ne? Nur zur Info. Naja, die Waffe haben wir ja auch gerade gehabt. Hast du wenigstens ein Magazin mit 10 Schuss oder so? Das wird mir ja schon völlig lang. Ja, besser als gar nichts. Hunting, ich sehe Hunting Scope. Das ist ein goldener Desert Eagle. Kann ich sowieso nicht packen. Kein Platz für Hüte. Hier wird es ein bisschen spannender. Nein. Ah, fuck. Oh, das gibt's auch nicht. Jawohl. Wir sind etwas damit anfangen. Ein bisschen knallen können wir schon mal. Böllern. Oh. Und dafür habe ich ein Magazin. Und dafür habe ich Munition. Ach, wie kacke das ist, ne? Die habe ich gerade weggeworfen, die Munition. Was ist denn das? Okay, das kann doch jetzt nicht für dein Ernst sein, Spiel, oder? Wo ist das Magazin jetzt? Was ist in einem anderen Laden noch da? Ne, das war hier vorne in den Kisten, ne? Da. Dann werfen wir raus die M16. Ach, das ist, doch, das geht, geil. Lustige Welt heute. Ach ja, kein Scope, ne? Ich wollte das. Es läuft. Hä? Lach ich nicht gerade noch einen Scope? Ach Mann, dass ich mal alles vergessen muss. Das läuft doch hier oben drauf. Vergessen, wo es war. Hey? Kann ich da nochmal reingucken? Warum? Ich hab noch nicht hier reingeguckt, im Ernst? Ich will nie dran vorbeigehen, die Jacke. Nein, das geht ab, ey. Ich wusste, dass er mich meint. Ich wusste es. Ja, weißt du, was wir jetzt am SVD-Munition gefunden haben? Irre. Was ist hier los? Da reinkommt so erstmal keiner hier. Ich würde das SVD-Scope gerne haben. Was soll ich jetzt lahm? Uah! Uah!
Boah, viele Zombies. Ja, mir fällt jetzt zufälligerweise ein Spiel erwischen. Wie klein soll die Welt sein? Boah, das ist leider direkt dahin, ey. Wir haben erstmal einen Sniper, ey. Wie geil ist das denn? Können wir jetzt hin? Da ballert einer, ich hab's gehört. Ich wette mit euch, den Flughafen absniped. Öffnung, da. Wow. So, jetzt müssen wir so lange rumfahren, bis wir einen sehen. Ich hab's gehört, aber... siehst du doch nie. Mann, du dummer Baum, ey. Man lenkt volle Möhre ein. Aber man kann Leute totfahren, so viel steht fest. Treffen. Oh, das Auto fährt so behindert. Ne? Das rutscht einfach und schwebt. Du kannst gar nichts versuchen damit. Kannst du vergessen, ey, ehrlich. Schrotthaufen. Jemanden überfahren. Was machen sie jetzt? Ist das Auto kaputt? Das brannte, ne? Okay, die Chance mit dem Auto was zu erreichen, verpasst, würde ich sagen. Immerhin haben wir uns aufgerüstet. Na, schade. Oh nein, nein, nicht hier, mitten in den Bergen. Warum? Nein, nein, nein. Boah, guck mal, wie viel HP der verloren hat. Entschuldigung. Ja, war ein Airdrop, aber da renne ich ja nicht hin, wenn die nicht da sind. Da rennen wir mal zu der Ortschaft. Scheiß drauf hier. Der stirbt jetzt eh. Wo ist denn die Ortschaft? Wo war die doch gar nicht weg? Ach doch, schon. Weiter. Quatsch, was mach ich denn? So, jetzt habe ich es auch. Pop. Ah, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Jetzt versuche ich mal ein bisschen ernster zu machen. Also das mit Überfahren war jetzt wieder mein Experiment, was nach hinten losgegangen ist. Es waren auch gleich zwei, so ein Glück, wie ich wieder hatte. Jetzt, nein, nicht abbrechen. Jetzt werde ich einen Kill machen. Und dann, glaube ich, muss ich wieder auf den eigenen Server gehen. Es ist, glaube ich, besser. Da war bestimmt super krank, oder? Phase 1, Phase 3. Krass. Behandelt, ja. Mit einer blöden Bandage. Okay, die Ortschaft wird uns jetzt alles geben, was wir brauchen. Plus Auto, was ich dann nicht so versemmeln werde.
Jetzt habe ich schon ein rotes Dach gesehen. Was ist das? Ach, das ist das Sägewerk. Oh, das ist so praktisch, ne? Ich glaube, nee, hier ist doch nicht das Sägewerk. Doch. Da war ich ja nur im Event mal. Da war jetzt aber auch nicht der Loot der Loote, ne? Ah, die Hütten sind immer ganz interessant. Wir sind auch am Verhungern. Einfach mal hoffen, dass wir jetzt eine Minute Pause haben vor anderen Spielern. Da läuft gerade sehr gut, das Server, muss ich mal jetzt mit anmerken. Also, auf allererste Sahne. Ich habe ja so ein bisschen aufgegeben gerade, weil ich dachte, der wird jetzt dauerhaft abstürzen. Und jetzt, wo ich dann aufgegeben habe, läuft er. Mann, so typisch. Ja, ein bisschen Wasser und alles rum. Und dann wäre mal praktisch jetzt, ne? Das dauert immer so lange. Mann. Was mit dem Auto war ja echt... Da willst du dann eine kurze Kurve machen und dann rutscht der so in den perfekten Zielmodus für die... So in Slow Motion für die Gegner, ne? Also das ist so klar. Schaffen wir das? Oder verfilmen wir uns? Wir schaffen das. Chaka. Kannst du behalten, meine Säge? Hier war Nägel drin, genau. Was? Du willst mir schon... Achso, brauche ich nicht. Das müsste gehen gleich. Er kann die auch nicht finden, okay. Ah, Flüssigkeit kommt rein. Sehr schön. Plus Zucker, den wir uns jetzt gerade nochmal reinhauen. Dann wird das hier ein bisschen besser laufen gleich. Mit den Zielen 0%. Ich weiß nicht, ob das jetzt so derbe was ausmacht. Und eine gute Olive, die... Ups, richtig Glück. Gott sei Dank. Gute Olive. Ach nein, das haben wir uns auch noch im Wams. Ja, yeah. Guckt euch die Werte an, wie die perfekt werden. Vor allem Zucker. Erstmal durchsnacken, durch das Sägewerk. Das ist aber schön, ne? War ich nämlich noch nie so richtig lootig. Nur kämpfenderweise in den Events. Vielleicht gibt es ja doch eine schöne Ecke hier. Und nichts wäre blöd, ne? Man rennt doch nicht immer. Ich drücke und drehe doch das doofe Mausrad, ey. Er rennt immer, als ob es keinen Morgen gibt. Kann man das Holz auch. Das könntest du suchen. Was soll denn da finden? Holz. Ja, Überraschung, ne? Also. Ist mit nichts anderem gerechnet da drin. Eine Pistole? Ich finde einfach mal eine Pistole. Wie geil ist das denn? Ein Messer, ja, brauche ich nicht. Mandeln. Das ist eine 357. Perfekto. Magazin, Pistolen, Munition dafür wäre natürlich ein Traum. Boah, viele Mandeln sind da drin. Hoppala. Das sieht aber nicht so gesund aus mehr mit dem Zucker. Vielleicht mal rasant an, ne? Naja, egal. Wer kloppt sich ja gerade alles rein, der Held. Wie gesagt, die Runde, die wird heute wieder so lang gehen. Also ich hoffe es jedenfalls, bis wir Kontakt haben. Ne? Das ist eigentlich so der Plan. Also hier ist oft mal eine Hunting Rifle drin, aber das ist natürlich jetzt nicht so. Das wird der Beginn des Sägewerks sein. Ah, da hinten ist auch nochmal so eine... Ah, da sind oft Waffen drin. Mein HP wird wieder besser. Das ist, sehe ich schon. Ah ne, M16 Rifle. Hunting Scope. Ich nehm's mal mit. Ich nehm's mal mit. Man weiß ja nie. Also in dem Ding findest du viel Waffenkram. Der arme Scum-Typ jetzt hier. Nach. Krass, wir sind schon 44 Minuten dran. Alter, die Zeit, ne? Irre. Ich glaube, mal ein bisschen. Meine Mini-Waffe schnappen hier. Schon mal nicht mehr nass. Ein Bogen? Oh nö, ne? Warum gerade ein Bogen? Warum gerade der Bogen?
Haben wir doch Pfeile. Alles, was alles kann da liegen. Aber es ist ein Bogen. Was hat der Pfeile? Da. Ich habe noch nie mit einem Pfeil getötet. Ich glaube auch nicht, dass es der Fall sein wird diesmal. Aber wir machen die guten Ruhepunkte mit den ganzen Craften, ne? Das geht ja immerhin einigermaßen schnell. Scheiße, wo soll ich hier hinstellen? Ich habe gar keinen Platz dafür. Pfeil in der Hand. Kacke. Das ist Fail. Und dann liegen die auf dem Boden. Die brauchen ja schon ein paar Slots, ne? Und sich jetzt hier so einen kleinen Rucksack machen, dauert viel zu lange. Seil und Mist, ja gut. Wenn wir erstmal den. Ah, das war jetzt nicht mitgedacht. Liegen da halt 4 Pfeile. Sagen meine Werte an sich. Alles besser geworden. Ich bin ja voll das Opfer für die Leute, weil die denken, ich kann mich verteidigen, weißt du? Ach, die schießen so auf dich. Ist egal. Hab ich die Pistole jetzt auch weggeworfen? Nee, ne? Oh Gott sei Dank. Hallo? Hä? Ach, hier waren wir schon dran. Da lag da noch ein Bogen? Was ist denn hier los? Boah! Alter Ninja! Ist ja wirklich. Boah! Sehr zivilistisch. Also hier war ich noch nie drin. Das ist auch mein erstes Mal. Oh, Tresor. Den will ich da auch reinstellen. Ja komm, nimm mal mit. Platz ist ja da. Und da ist ein riesiger Spaten drin. Einen Rucksack brauchen wir jetzt nicht mehr craften. Ich hab gerade wegen dem Seil nachgedacht. Der Schnur. Und das Einzige, was man kann, ist prügeln. Das gibt's doch gar nicht. Umkleiden, Küche, Klo. Antibiotics. Bienenpollen, Kram. Klo interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, die ist noch zu durchsuchen tatsächlich. Ein Gummiband. Warum nicht ein Gummiband im Klo? Die auch. Nee, die andere. So verzweifelt ist der Timmy, dass er schon im Scheißhaus durchsucht. Oh nein. Das war's wieder mit dem Server. Ich dachte, jetzt läuft das richtig gut. Aber die Toilette hat ihm den Rest gegeben. Unsere zwei für die Einschusslöcher. Ich bin hier gefangen. Oh. So habe ich das noch nie erlebt, muss ich zugeben. Gar nicht neu gestartet. So, jetzt könnten wir uns aber Pfeile machen, ne? Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Messer wäre auch gar nicht so schlecht. Ne? Das ist ein interessanter Scheiß drin. Und schönes flackerndes Licht. Am Vorschlaghammer.
hier kriegst du Holz ohne Ende, ne? Überraschung, ey, im Sägewerk, wer hätte das gedacht? So, gut, dann lass uns mal Pfeile machen. Das ist, glaube ich, gerade nochmal wichtiger. Das Einzige, was wir haben, ist ein doofer Bogen. Sogar zwei. Das darf ich sehr lagern. Heldenhaft. Machen wir das mit den Fanpoints wieder alles gut. Warte mal, einen können wir gleich wirklich rauslegen. Das sieht ja nur lustig auf dem Rücken aus, deswegen haben wir es gelassen. Hä? Das kann er auf einmal nicht mehr. Ach, wir haben kein Messer mehr, ich verstehe. Na, ja, deswegen hätte ich auch ein Messer mitnehmen sollen, wäre schlauer gewesen. Boah, ist aber schnell Nummer 2. Schnell, 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 schnell. Alles gut. Wir machen ja auch Fanpoints damit. Sieht nicht ganz so schlecht aus. So. 3 Pfeile noch. Ganz schnell, schnell, schnell. Vier Pfeile an der Zahl ist nicht wirklich viel. Ein Bogen lassen wir mal hier. Was einfach sinniger ist. Und jetzt brauchen wir einen Spieler, der nicht merkt, dass wir da sind. Damit wir den Bogen mal aussetzen können an einen Spieler. Aber mehr Pfeile würde ich jetzt wagen. Nee. Schönes Sägewerk, ne? Da hinten waren wir zwar noch nicht. Da gehen wir nochmal gucken. Ist doch schon ganz schön was. Großes hier. Und Holz. Okay, das nicht. Aber das, wenn du was bauen wolltest hier, dann kannst du richtig fett bauen hier. Holz hier, Holz hier, Holz. Immerhin sind es keine Spieler hier. Das habe ich mir auch fast gedacht, dass die Leute sich dafür nicht so doll interessieren. Waren wir schon hier? Nein, wir sind hier in der Treppe gegangen. Das Holzlager. Riesige Halle. Schon wieder am Bogen rum. Also ist doch nicht wahr. Nur weil das Holz ist. Voll diskriminierend Bögen gegenüber. So. Aber Baseballschläger. Mit. Aus Metall. Der guten Schaden macht. Wo seid ihr alle? Vielleicht der beste Test erstmal für den Bogen. Was war ein Tier, ne? Hier kommt mal in meine Halle rein. Da war kein Zombie, war ein Tier. Könnten wir noch eine Waffe finden? Boah, eine Halle. Und, ey, ist ja nur Holz drin, ey. Voll, na. Hallo? Na, wer will schon hier was machen, ne? Hier ist ja nichts. Also ich weiß jetzt, auf jeden Fall habe ich gelernt durch diese Folge, dass es da Bögen ohne Ende gibt. Diesen besseren Bogen. Nicht den selbstgebauten. Naja, komm, bis das nächste, ne? Ist ja auch bald Weihnachten. Noch mehr Zippus will ich nicht. Was ein Tier leidet denn hier so dolle? Darf man den auch? Nein, ne?
Ich würde schon sagen, dafür brauchst du den anderen. So. Na gut, komm, fang mal an. Vielleicht müssen wir gleich Munition herstellen. Es scheint ja nichts anderes zu finden zu sein. So, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt am Arsch der Welt. Und fitz mal da runter. Ich habe einen beschissenen Bogen dabei als Waffe und das war's. Das Sägewerk ist aber optisch sehr geil geworden, muss ich den Entwicklern schon sagen. Also es war absoluter Mumpitz, die Map zu erweitern, anstatt mal die Features zu verbessern. Aber immerhin, ne? Also sie tun was. Rambo-mäßig mit dem Bogen unterwegs. Boah, wofür ist der Bogen gut? Sag mal ehrlich, ne? Der Gegner, der braucht nur eine Pistole haben. Dann bist du schon der letzte Trottel für den. Das spawnt was? Ich weiß nicht, ob das eine Bunkeranlage war. Ne, mit einer Schasse sind meistens Ortschaften. Ich gebe einfach mal gerade Gummi, also nicht wundern. Dass die Pumpe so pumpt. Sie muss pumpen. Ein paar Pfeile machen, ehrlich gesagt, ne, damit wir sicherheitshalber mehr Pfeile haben. Boah, ich hab wieder volle HP, ehrlich? Wann ist denn wie wieder voll gewesen? Tür ist sperrangelweit auf. Vital ist alles in trockene Tücher. Wo ist er hin? Da. Das Volumen. Aber viele Vitamine, würde meine Mama sagen. Da waren über 50 Spieler drauf vorhin. Halt, ich hatte noch was vor. Hier ist aber keiner mehr. Sein, dass er gerade in so ein Gebüsch rumeiert, ne? Oder im Haus. Boah, ich bin mal so mutig. Machen wir nochmal 4 Pfeile, dann habe ich 8. Das ist eine schönere Zahl. Man kann ja 12 Stacks mittlerweile machen. Und für jeden Gegner bin ich jetzt der Bambi, ist ein gefundenes Fressen mit dem Rucksack. Den wollen die haben. Mal ruckzuck hat man seine Fame-Points wieder safe, ne? So, ich bin schon, ob man einen Stack auf den Stack machen darf. Sieht aber so aus. So, 8 Pfeile. Ah, rennt wieder. Oh, Server. Server ist spackt wieder. Dann darf ich mir die bestimmt auch nicht in die Tasche stecken. Ne, ich darf ja nichts ziehen. Entweder ganz runter oder. Der macht nur einen Blip und dann ist er wieder woanders. Das ist natürlich doof. Ja, okay. Mitten im Essen. Der Weihnachtsmann Mützenmann. Oh. Ich hab ihn nochmal fressen. Ja, ist ja gut. Gib mir die Patronen. Man weiß ja nie, was man jetzt für eine Waffe findet. Komm, jetzt haben wir aber auch genug gegessen. Ist ja egal, darum geht's jetzt ja auch nicht. Jetzt geht's um Überleben. Aber wir sind schnell auf die Beine gekommen hier mit Lu, ne? Bis auf eine vernünftige Knarre. Jetzt alle offen. Überall Spieler könnten sein. Überall. Pharmazie kann man mal kreuzweise. Da ist nie was drin gewesen. So, wo könnten wir jetzt hin?
Wo bin ich nochmal? Da oben. Ich finde diesen nicht vorhandenen Airdrop, ne? Okay. Ich bin irgendwie so geizig, aber ich muss einmal was gucken. So, ich wollte gucken, ob da so eine Linie ist, weil beim Speerwerfen haben wir die Linie, aber bei dem nicht. Komisch eigentlich. So, bin ich jetzt hier? Am Arsch der Welt, Mann. Da kommt eine Ortschaft, da kommt das. Ja, der Staudamm, der ist aber super uninteressant für Spieler. Darunter ist er erstmal viel zu gefährlich. Da kannst du gar nicht runtergehen. Pfeil und Bogenkill, das ist unmöglich. Das ist ein Bambi, wird dich vorher erschlagen. Tracking Man. Selbst ein Bambi wird dir vorher die Fresse polieren. Hab ich noch Kaffee hier drin? Oh, eiskalt, aber egal. Diese anstrengende, bergige Map, ey. Aber bis jetzt war es sehr ereignisreich, was wir erlebt haben tatsächlich, ne? Also war bis hier keine langweilige Folge, glaube ich. Deswegen mache ich die ja hier gerne auf den Server, damit ich nicht auf meinem da immer nur umherlaufe. Hallo, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Und wir töten uns ja nie. Und hier ist ja dann auch mal ein bisschen Action angesagt. Auch wenn sie gerade ein bisschen albern war mit dem Autofahren. Ich hätte es praktischer nutzen sollen. Ich hätte ein paar Lootstellen abfahren sollen, mich aufrüsten. Dann hätte ich gerade die Typen da auch aus der Entfernung, die haben mich ja nicht mitbekommen, snipen können. Anstatt versuchen zu überfahren. Wir hatten sogar Munition dafür. Richtig viel. Wie verbockt habe ich's? Mein Gott. Was für ein Marsch. Der Staudamm selber, ich finde ihn eher uninteressant, muss ich zugeben. Da unten der Loot auch. Und es ist super gefährlich. Obwohl der Loot hinter dem Staudamm ganz gut ist, unten. Das ist ja gerade hübsch wieder, ey. Habe ich hier einen Steilberg auf hier, den verkackten Mount Everest besteige ich hier. Mann! Wenn du da hochgehst, musst du auch wieder runtergehen. Okay, nächster Tod oder Kill wird die Folge dann perfektionieren, nenne ich es mal. Obwohl. Tod wäre natürlich nicht so schön. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht lange dauert, bis wir wem treffen. Ich bin mal so blöd und gehe mal Richtung Airdrop. Ich glaube aber wirklich nicht, dass da was. Ich habe Schritte gehört. Hier oben auf dem Kackberg. Habt ihr da auch gehört, oder? Waren wir meine eigenen? Nimmt er den scheiß Bogen in der Hand. Na ja, gut, da kann ja sein, dass er eine Rauchrichtung Airdrop will. Mitten auf dem Mount Everest hier. Der nicht da ist. Ich würde ihn ja sogar schon dampfen sehen. Aber könnte sein, dass der Berg noch selber im Weg ist. Spider-Man-Blick. Das kostet sich richtig aus, so war der hoch zu kraxeln. Rückwärts laufen erholt er sich auch nicht wirklich. Ob ich jetzt schon könnte, ist irgendwo gerannt, irgendwo in der Nähe. Boah. Lauf! Schneller! Da ist ein Airdrop, das sehe ich, sogar grünen Rauch. Scheint sogar einer da zu sein. Wow. Es ist echt eine krasse Folge heute, ne? Für so viel Blödsinn. Aber ich werde nicht der Einzige sein. Ich habe Schritte gehört. Bin mir ziemlich sicher. Boah, ist ganz oben, ey. Ich bin der König der Welt. Warum ist denn hier oben ein Airdrop? Und dann ist es wahrscheinlich nur so ein scheiß Lootkisten-Airdrop. Wo nur so ein scheiß Material wie Gummi drin ist oder so.
wieder rennen, aber es bringt jetzt ja auch nichts mehr. Es knistert und knarzt überall hier, verdammt. Das ist schon offen. Scheiße, da hockt bestimmt einer drin. Und jetzt? Okay. Das, wenn es ein Waffen im Airdrop war? Ne, ich sehe schon Bleiplatten auf dem Boden. Das wäre nur so ein scheiß Airdrop, ey. Mann. Also, wie es geahnt hätte, ne? So, der Spieler ist bestimmt auch Richtung Airdrops, ja schon Richtung links gelaufen. Habe ich jetzt noch 20 Bleiplatten aufgenommen? 10, ist egal. Was mache ich denn da? Hör auf. Tech One. Das war's. Scheiß Airdrop. Dann war das bestimmt die Schritte, die wir gehört haben, aber er hat mich nicht gehört. Das sieht so weit nah aus, ne? Aber das ist ja ganz unten an dem Berg, das Ort, das Örtchen, oder? Scheiße, nur so ein blöder Kacke-Airdrop, ey. Da findest du endlich einen. Was ist es? Müll. Uah, das ist die Ortschaft. Da, sieht ja schon. Wunderschönste Häuser. Auch hier wieder keine Drohne bei uns. Das finde ich komisch. Der Killer hier, nix für dich, gar nix. Ich werd's auch so im Arsch getreten gleich, das weiß ich jetzt schon. Das ist keine Nahkampfwaffe, was ich da in der Hand habe. Tür ist zu, Tür ist zu, Tür ist zu. Ist der echt hier hingegangen? Der andere Mensch. Ah, hier ist eine offene Tür. Hier auch. Also mehrere geöffnete Türen und mehrere geschlossene Türen ist natürlich so ein Zeichen für, dass gerade aktuell einer lootet, ne? Ich geh mal rein kurz, da liegt eine Gurke. Oh, endlich. Metallplatten? Nee, ne? Also ich habe nämlich einen Wunsch. So eine Patrone oder so. Mann. Was liegt denn da? Da hat einer doch ein. Das ist doch Wäsche ohne Ende, oder? Ist ja einer gestorben? Tatsächlich. Ist leer. 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 Zwei Hosen noch nicht. Blödsinn. Warum ist denn da ganze Loot am liegen? Verwirrend. Hätte mich auch voll wegsnipen können, jetzt weil das voll der Eyecatcher dann war. Hat mich voll erwischt. Bin ich voll hingegangen. Was interessiert mich jetzt gerade gar nicht, hätte gesagt. So, naja, so eine Bude nur, ne? Wir werden eine Werkstatt finden. Kann ja mal 10 Schuss Pistole machen oder so, ja? Kann ja immer nur eine im Lauf stecken, das war's. So klar. Jawohl. Wir müssen eigentlich alles da haben, ne? Ja, genau. Das wollte ich machen. Nein, ich darf die nicht craften.
Habe ich mir den Skill nicht gegeben? Ich depp. Weil er voll am Fighten ist. Ja, dann muss ich mal jetzt schon finden. Bleibt mir alles nicht übrig. Shit. Shitly shit. Ja, toll. Pistolen finde ich ja, ne? Aber nicht das Wichtige, was dazugehört. Das Kügelchen. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, hier gibt es aber Sippelzeugs. Achso, da kann ich hier rüberklettern. Boah, ist das am Zuppeln hier, ey. Das ist eine scheiß Ortschaft. Das ist eine blöde, dumme Ortschaft. Hier gibt es einfach gar nichts. Nicht mal ein Brummbrumm. Was soll da? Pipi. Oh, das ist das erste Mal heute, ne? Oh. Ist das Papier oder Blei? Oh, auch ein Bier. Das hau ich mir rein. Papierbier. Dann sind wir da, mein scheißen Umbogen. Okay. Und ein Bier. Das gönnen wir uns. Ist zwar noch früh bei mir, aber egal. Alle? Das war alles? Boah, die zieht aber weg. Okay, Munition kann ich nicht herstellen. Dann kann das hier raus. Der blaue Pilz. Schade. Zopp. Kann sich ein anderer aber freuen. Ah, oh, Schnappikalle. Zack. Raus das Ding. Hui. Spritzt ganz schön. Oh, Männerproblem. Okay, jetzt. Oh, jetzt geht's echt gut, ne? Oh, diese Zombies, hab ich jetzt gedacht. Total scheiße, das Ding, ne? Ja, wenn du da einen Spieler mit erledigen willst, na, muss denn da dran sein, hallo? Ja, daran, da lang wollte ich dann, ne? Ja. Staudamm. Da kommen die auf einmal alle her, die Kackzombies. Die waren doch gerade nicht da. Das hörst du überall. Da unten. Das ist ein Zombie, der so wieder schwankt. Das ist entweder ein betrunkener Spieler oder ein Zombie. Spieler. Ja, unwahrscheinlich, ne? So, wo gehen wir jetzt gerade lang? Da. Das ist nicht weit, aber ist auch blöd, der Weg, ne? Der Staudamm selber ist keine gute Stelle zum Looten, muss ich zugeben. Boah, den versuche ich jetzt aber mal. Also. Wow. Mit. Wollen wir Pfeil wieder haben? Komm einfach mit, werter Herr Zombie. Okay, wir lassen hier alle Türen auf.
Hä? Wo ist er? Hä? Hier bin ich. Oh. Naja, machen wir mal Krach. Der ist total doof. Ups. Also Pfeil- und Bogenschießen ist nicht einfach. Ich will nicht wissen, was er für ein Damage macht zum Pfeil an den Spieler. Was war er denn da? Wollte ich doch gar nicht. Nein. Was? Er nimmt immer automatisch auf. So. Mann, nimm die Fäuste doch mal runter, ey. Schon wieder so viele Airdrops. Ich glaube, das ist ein Fehler auf dem Server, oder? Da ist wieder einer angeblich. Ne, das ist noch derselbe von gerade, ne? Ja. Anyone have a car? Ich hatte eins. Aber ich sag ich dir nicht. Hep. Na, schaffe ich's. Hep. Na, dann muss ich klettern. Dann sind ja viele Zombies wieder. Wir können unten lang laufen, dann sind wir auch unten am Staudamm. Da werde ich aber keinen Spieler finden. Ich glaube nicht, dass da Spieler lang laufen. Weil das einfach sich nicht so richtig lohnt am Staudamm gefühlt. Habe ich ja einen Zombie in der Backe? Ja. Aber 44 Ausdauer ist ja schon total im Arsch. Außerdem war ich noch nie auf der Insel. Kann man da wohl hinschwimmen? Da ist ja auch angeblich ein Haus drauf, ne? Ich hoffe, wir sind nicht zu schwer. Dürfen eigentlich nicht zu schwer sein. Nee. Der geht immer unter. Kann der nicht rumbleiben? Die Klamotten ziehen ihn wahrscheinlich unter Wasser, ne? Boah. Drink. Aber da wird auch nichts Besonderes sein, oder? Ärgerst du dich nur, wenn du so eine lange Strecke geschwommen bist, ist das laut. Ärgerst du dich wahrscheinlich nur, wenn du so eine lange Strecke geschwommen bist, für nix und wieder nix. Die ganzen Sachen am Ufer weggelegt hast. Aber das ist einfach ein mega Weg, ey. Hatten die Ausdauer. Ist auch noch pitsche-patsche nass, der arme Kerl. Völlig überladen deswegen. Renn da trocken. Oh, der Airdrop ist gerade explodiert. Jo, ist gekauft. Hä? Ach geil, Patrone immerhin. Mann, die Schrotflinte, bin ich blöd. Was hat er jetzt weggeworfen? Das hätte sich angehört, ob er was weggeworfen hätte. Hier unten die Schrotflinte? Soll die da sein? Das ist Metall-Baseballschläger, den habe ich ja da hingelegt. Okay, wir haben aber eine Patrone, immerhin. Klack, klack. Du darfst auch auf die 3 bleiben. So. Okay, dann geht's los zum Finale. Falsche Seite vom Staudamm. Ben ist gerade wieder gekommen von Schlittschuhfahren. Bist gefallen? Tut alles weh. Tut alles weh, ja. Ich kenne das, bin auch mal Schlittschuh gefahren. Danach hat mir auch alles weh.
komm gleich runter. Dann mach die trocken. Nasse Füße sind nicht gut. Da haben wir zu viel Gewicht. So. Also wir haben jetzt eine Schrotflinte, wir haben einen Bogen und eine Pistole mit einem Schuss drin, der tödlich sein kann natürlich. Geben wir Vollgas. Wir sind schon eine Stunde 21 Minuten dran, ey, wow. Diese blöde, was ich immer von der falschen Seite komme, ne? Das ist... Dann müsstest du nochmal 5 Millionen Kilometer außen rum rennen, damit du da rüberkommst. Das kannst du mal knicken. Ach, wir verlieren auch gerade keine Ausdauer. Dann bin ich wieder am Arsch der Welt jetzt, ne? Ja. Die ganzen 15 Millionen Kilometer müssen wir dann nochmal laufen. Ah, das ist so schlecht an den Servern. Das ist bei uns aber echt angenehmer dann, ne? Immerhin haben wir das Zeugs noch. Granate war eine andere Spielzeit, ne? Aber ich darf echt keine Munition erstellen. Das ist ja echt hart, ne? Vom Skilling her. Das hatte ich noch nie, dass ich random irgendwas gewählt habe und du darfst keine Munition erstellen. Dafür kann er irgendwas anderes besonders gut wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehr sportlich. B2. Ernsthaft. Dann stolzieren wir über den Staudamm. Fünf Pfeile. Hunter-Munition, Pistole. Wird schwierig, wenn wir einen treffen. Wird sehr schwierig. Los, wenn dülüt, hat er irgendwie was am Herzen? Dann fällt einfach nix. Okay. Oh, das wird so kacke jetzt. Ich bin ja auf der falschen Seite. Das ist mal das. Ich denk da immer falsch rum, ne? Die andere Seite ist ja die spannende von dem Staudamm. Die ist ja lahm. Die ist ja gar nichts. Du, Digga, Tim. Ja, aber wir sind noch viel zu lange am Aufnehmen, schon wieder. Stunde und 30 gleich, ey, Hammer. Jetzt hat er die Map geladen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwo ein Sniper auf dem Berg rumhockt. Auf so einem Server. Also so einen ausgepowerten Timmer wegschießen will. Einmal runter gucken. Vielleicht läuft der Herr mal rum. Wenn so 20 Pfeile gehabt hätte, wäre cool. Dann kannst du 20 Pfeile runterschießen. Hoffen, dass er einen erwischt. Staudamm ist nicht interessant. Tatsächlich nicht. Leider. Boah. Na, erhol dich mal. Ist einfach nur eine geile Location, eine optische geile, aber sonst interessiert das hier eigentlich sehr wenig. Na, da kann er nicht hochklettern. Ganz unauffällig mal hier so auf der Reling langlaufen. Mann, die Pumpe pumpt, ey. Man hat das Gefühl, man könnte runterspringen und im Wasser landen. Geht aber nicht. Also hier ist auf jeden Fall schon mal kein Heckenschütze. Immerhin.
No Heckenschütz. Lass uns Spray. Da läuft was, da läuft was, da läuft was, da läuft was. Nee, wollte ich doch gar nicht. Nie im Leben triffst du damit was. Schöne Tasche, mein Freund. Kletter doch! Da kannst du nicht so hinrennen. Nur in den Tod. Hat er sich gerade umgebracht? Mein Gott, kletter doch, ey. Der klettert aber auch nicht, ne? Hat er sich gerade ernsthaft umgebracht? Ich glaube das ja gar nicht. Ist einfach verschwunden. Ja, irgendein Move drauf, den ich nicht drauf habe, aber er hat einen drauf. Also wenn, dann ist er jetzt irgendwo da unten in der Unendlichkeit geraten. Oh. Wo war er denn jetzt? Ihr habt einen Kill. Endlich. Coolere Brille. Wow, danke für die Nägel. Leer. Und ein Stein. Ah, er war wirklich super equipped. Mann. Okay. Da ich jetzt das geschafft habe, was ich wollte, einen harmlosen armen Bambi umgeschossen. Kann ich ja nochmal hier reingucken, aber das waren nur Toiletten. Ich könnte einen heroischen Sprung nach unten machen, aber das wäre nicht heroisch. Und einfach nur glücklich sein, dass ich doch ein bisschen was geschafft habe. Und bei 0 Ruhmpunkte sind wir jetzt. Ja, Respekt, da möchte ich wenigstens einen Plus haben. Boah, 1:30 für ein Kill. Ich bin echter Pro. Dass hier echt einer hingekommen ist. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ey, das ist ein Auto, was aber wahrscheinlich festhängt, ne? Sonst wird es ja nicht so doof stehen. Das ist so ärgerlich, ne? Wenn Autos so festhängen. Aber man kann auch nichts machen dagegen, ne? Ist nicht möglich. Mein Gott, was ist mit deinem Herzen? Nimm mal die Waffe weg. Gut, ich würde an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Bisschen PvP, bisschen Spaß. Und auf einen eigenen Server warte ich noch auf den Patch, ne? Also, das wird spannend. Bis dann.